Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder. Immer noch umringt von einigen Kürbissen, die könnt ihr gar nicht sehen, ne Martin? Doch, die kann man sehen. Kann man die sehen? Ja, ja. Immer noch 3 Kürbisse. Also immer noch. Ungefähr 4 habe ich schon verarbeitet. Was ist das denn da oben bei der... Das ist Lavendel. Lavendel? Wo hast du denn so einen langen Lavendelstrauß her? Das hat mir jemand geschenkt. Sieht schön aus. Und der duftet nach Lavendel. Von Georgette, die hat mir das aus ihrem Garten, der letzte Lavendel. Und das finde ich so schön mit diesem roten Bändchen. Und dieses hier ist ja eine Forellen-Kochtopf. Und das lege ich hier so drauf. Das ist so meine Deko. Mhm. Mein Mann nannte das immer Altar. Meine Frau mit ihren Altären. Das ist ja auch ein Altar. Mhm. Du hast mir gerade erzählt, dass du in diesem Glas Wildsoße hast. Ja. Was hast du da gemacht? Die haben wir noch nicht gefilmt, ne? Nee. Da habe ich zu wild ja. eine fruchtige Soße gemacht. Ich sage jetzt nicht wie. Ganz raffiniert. Machen wir irgendwann mal vielleicht, ne? Einige Gläser davon habe ich gemacht. Und das gibt es aber hier bei uns in der Familie Weihnachten. Wir essen zwar Rostbeef-Weihnachten, aber die passt dazu. Zu Sehr Fleisch schön. Passt die. Okay. So, wir machen heute, und jetzt kreischt bitte nicht auf. Ich stehe hier in der Küche, in meiner Küche und höre das sowieso nicht, aber ich kann euch schon hören, aber ich möchte das bitte nicht. Ihr seid doch inzwischen ziemlich von mir strapaziert worden, also habt ein hartes Training hinter euch. Ja. Es gibt nämlich Putenleber. Ah. Und auch wenn ihr die nicht mögt, ihr könnt gerne mal zugucken und dann Putenleber durch was anderes ersetzen. Schön blöd. Herrlich, göttlich. Ich habe einen Geflügelhändler, den kenne ich schon seit über 30 Jahren. Also das ist richtig garantiert. Nur da kaufe ich Geflügel. Martin, würdest du diese wunderbare Orange zu Saft verarbeiten? Den brauche ich. Ich mache jetzt mal diese Putenleber anders. Vielleicht mögt ihr es ja dann. Leber ist so ein bisschen mit Vorurteil. So, diese sind diese blauen Trauben kernlos. Ist wichtig, dass die kernlos sind, weil wenn die Kerne hätten, dann ist das Vergnügen des Speisens dahin. Das finde ich ganz schlimm, wenn sich so ein Traubenkern zwischen die Zähne setzt. Oh, dann drückt das bis zum letzten Weisheitszahn, falls man noch einen hat. Ich habe einen. Du hast noch einen Weisheitszahn? 2 habe ich noch. Meine Güte. Ja. Willst du sehen? Nee. Kann ich zeigen. Brauchst nicht rausholen. Ich habe Gott sei Dank nichts zum Rausholen. Ich bin immer so froh, wenn ich ins Krankenhaus gehe und irgendwas ansteht, OP oder so. Dann fragen die immer, und ihre Zähne? Und ich sage dann immer, alles meins. Also, ich benutze hier deinen elektrischen Aufsatz, um die Orange zu quetschen. Warte, wir wollten uns immer mal eine schöne Zitronenpresse. Ja, wollten wir, ne? Weil diese kleine hier, die ist zu klein. Nein, an der hänge ich nur, weil ich damit habe ich euer was Orangen- auch immer. Und Zitronensäftchen früher, als ihr Kinder wart. Stellt euch mal vor. Ja. Da habe ich das benutzt. So alt ist die und wehe, du lässt die fallen. Nein, nein, nein. Alles gut. Alles gut. Ich hatte auch noch diese kleine Reibe, wo man so fürs Baby so ein Äpfelchen drauf. Rieb heißt es ja, Rieb, ne? So, Martin? Ja. Würdest du freundlicherweise mal diese Birne? Ja. Ich habe hier kein gutes Sortiment an Messern liegen. Nee, wir haben ja alle unsere Messer weggeschickt. Alle Messer sind zu einem Messerschleifer. Ich dachte, ich sollte die Birne machen. Ja, ich will dir nur die Stärke zeigen. Und so nur dieses Innere rausnehmen, ja. Und die Schale lässt du bitte dran. Ja. Wir haben alle Messer zur Schärfung gegeben. Ja, hat er gemacht. Ohne. Ich war in seliger Ruhe im Bett mit so einem Buch vor der Nase, dann bin ich ja nicht ansprechbar. Mit meiner Mütze oben drauf, meine Nachtmütze. Und dann plötzlich schießt mein Sohn ins Zimmer. Nimm mal die Messer mit. Was? Weg war er. Dann habe ich entdeckt, ich habe hier nur noch so Krücken. Das ist schön. Das ist eine Krücke. Diese. Wann kriegen wir die wieder, Martin? Ich hoffe bald. Ich hoffe bald. Ich muss mal sehen, ob das überhaupt geht. Also ich warte noch.
dieses Messer, was ich jetzt hier gerade habe, ne? Ja. Guck mal, das ist eigentlich nicht schlecht. Das benutzen wir eigentlich nie. Nein, weil Messer haben so ein, wie sag ich das mal, so ein Schwung, so ein, soll ich das mal sagen? Es gibt steife Sachen und es gibt Sachen, die sich der Hand und der Bewegung anpassen. Ja, ein Messer muss man auch immer testen, ob sie einem liegen. Ja, und dieses Messer zum Beispiel ist steif. Das ist steif. Mit dem kann ich irgendwie nicht so gut umgehen. Liegt nicht gut in deiner Hand. Liegt nicht gut in meiner Hand. Aber mein Mann, der ja leidenschaftlich gerne sich Weine aus ganz Europa bestellte, ach Quatsch, der ganzen Welt, ein bisschen übertrieben, der kriegte denn manchmal so um die Weihnachtszeit herum ein Messer. In diesen Weinkarton gelegt ein Messer, steht nicht drauf. Das ist ein japanisches Messer. Ist doch eigentlich gar kein schlechtes Messer. Das ist kein schlechtes, deswegen habe ich es hier gelassen, weil das Messer ist noch einigermaßen okay. Ja. Und obwohl er und ich das nie benutzt haben. Dieses Messer hier ist eigentlich auch einigermaßen okay, aber es ist nicht mein Favorite, weil es so biegsam ist. Das Messer? Ja. Davon habe ich es. Zeig mal eben her. Das ist dieses Ganz finnische kurz nur, oder aber schwedische. Ihr habt ja auch Messer zu Hause. Das ist dieses dänische, ist das glaube ich, Fisker, ne? Ja. Dieses ist mir zu dünn. Ja. Meine Tochter hat auch so eins, weil sie dachte, es ist ganz toll und das ist ihr auch zu dünn. Es ist flexier, es ist. Dieses habe ich aber in schwer, diese Größe, professionelle Messer von meinem Mann noch. Die hast du schleifen lassen. So, darf ich dir das wieder reichen? Das hier will ich aber alles nicht, Martin. Oh. Don't be so picky, Mensch. Doch. So, wir machen jetzt Leber so ein bisschen anders, sodass es für euch vielleicht so ein bisschen appetitlich aussieht. Hier ist meine altmodische Butterdose, die habe ich auch schon seit Jahren. Ich hänge ja so an meinen Dingen. Tust du das auch, Martin? Mhm. Definitiv. So. Wir wollen hier mal Flammen tauschen. Ich nehme mal Butter. Soll ich hier irgendwas anmachen? Nein. Nein. Du kannst mal gucken, ob der Reis, das ist Wildreis. Der Wildreis ist durch. Der durch ist. Hier nehme ich so ein bisschen, ziemlich nicht zu viel, nicht zu wenig Butter. Also das, was ich heute koche, bringe ich nicht im Zusammenhang mit Öl. Ich möchte das nicht mit Öl. Nicht alles geht mit Öl. Stimmt's? Ja. Nein, auf jeden Fall. Also es gibt bestimmte Sachen, die gehen nur mit Butter. Ja. Dann hätte ich auch gerne mal einen Kochlöffel. Ah, da ist ja einer. Warum machst du den Deckel runter von dem? So. Also wie gesagt, ich versuche euch jetzt mal so ein bisschen zu animieren, so eine kleine, ich nenne es auch wieder eine herbstliche Sache. So Birnen sind mehr im Herbst und Traubenernte ist ja auch mehr so im Herbst. Orange ist immer. Okay. Konnte ich eben nicht mit prallen, ne? Ja, es gibt ja Sommer und es gibt Herbstorangen. Also so weit wollen wir nicht gehen, Martin. Du hast die kleine Flamme an, ne? Eben. Ich wollte mal die etwas größere machen. Das weiß ich immer nicht. Hast du geschafft? Ja. Ich hoffe. So, dann kann ich im Grunde genommen auch schon mal für die Leber. Da wolltest du aber keine Hitze haben, hast du mir gesagt. Nee, noch nichts drunter, noch nichts anmachen, damit ich es schon gemacht habe. So, jetzt wird diese Birne, das ist eine, das war keine Abarthe-Birne. Abarthe-Birnen sind diese, manchmal so groß, ne? Kennst du die? Ja. Und dann gibt es die Kochbirnen, die sind so. Ja. Dieses hier war so eine, so. Eine andere. Eine andere. Ja, 1000 verschiedene Sorten.
So, wieso hast du keinen Dampf darunter? Ja, wir brauchen nochmal einen neuen Ofen, das sagen wir aber schon seit. So, kann ich aber schon mal reinlegen. So. Martin hat das originell geschnitten. Ich hätte das jetzt anders geschnitten, aber. Du wolltest schreiben. Ja, ist auch ganz richtig so, wie du es gemacht hast. Ich wollte nur. Längliche Scheiben. Nee, es ist komisch, wie jeder anders interpretiert, ne? Ich dachte mal, die sind mal anders geschnitten so. Ist auch richtig gut, Martin. Das ist auch, dir gebührt. Du bist mehr Holzarbeit. Du gebärst. Nee, ich was gebäre. Du gebärst ein Lob. Ich gebäre ein Lob. Ups. Sieht so ein bisschen aus wie Holzarbeit. Wir schnitzen eine Birne in der Waldorfschule. Ja, warum nicht? Mich erinnert das ein bisschen mehr an einen Schlüsselanhänger oder so. Ja. Warte mal. Ich überlege gerade, ob ich die Leber schon mal brate. Ja, mach die mal bitte auf kleine Flamme an. Ihr wisst ja, dass ich hier immer extra so kochen muss, quer auf meinem Herd. Weil, mach das mal auf 5. Ja, früher haben wir normal gekocht. Und dann hat Martin immer hier halb aus dem Fenster gefallen, ist er hier halt mal halb aus dem Fenster gefallen oder hat irgendwas runtergerissen oder irgendwas folgte ihm. Wertvolle Sachen von dir habe ich zerstört dabei. Das wollen wir jetzt nicht drüber nachdenken. Let bygones be bygones. Ja. Was weg ist, ist weg. Aber man musste wahnsinnig viel hier abräumen und machen und tun. Und das war schwierig. Das war schwierig. Und dann, wenn wir dann eine andere Stellung eingenommen haben, nämlich da drüben, wo Martin, wo man ihn häufiger mal so sieht, wie er da sowas schneidet für mich oder so, dann hat er sich zwischen einen Kühlschrank und eine Spüle gezwängt, wo er gerade reinpasst. Dupp, war er drin, hat er gefilmt und dann macht man das Geräusch. Genau das Geräusch wollte ich. Ist er wieder rausgekommen. Auch nicht ersprießlich. Jedes Mal so einen kleinen Komplex. Das ist so ein enger Raum. Gerade groß genug für eine Hundefutterschüssel, als wir noch einen hatten. So. Das ist eine kleine Küche, in der wir hier arbeiten. Die Zange hätte ich gerne. Ich würde mal sagen, du hast das schon ein paar Mal gesagt. Und das ist, die Zange ist da oben. Da. Ah ja, danke. Und dieses ist für manch einen Mensch ein ganzes Schlafzimmer. Oder für die meisten, würde ich mal sagen. Ja, das ist es, aber für eine Küche ist es nicht groß. Ja. Nein, andersrum gesagt. Für dich, was du in der Küche machst. Wenn man bedenkt, was ich hier alles in dieser Küche mache. Ja. Ich habe hier Catering gemacht für unzählig viele Leute. Ich habe hier, ich will gar nicht sagen, was ich alles gemacht habe. Dann hast du unzählig viele Kinder. Ja, da plus jedes, ihre ganzen Freunde. Ja, jede Festlichkeit tauchen hier 20 Kinder und Enkelkinder auf. Fremde Menschen auf. Dann auch noch fremde Menschen. Kommen auch noch ein paar Fremde. Ja. Herrlich. Ich sag nur herrlich. Wie halte ich das jetzt mal warm? Ich weiß nicht, indem du bald anfängst mit der Leber. Ja, mit der Leber, aber mit den Trauben muss ich ja auch noch. Martin, gib doch mal so einen Teller, mach doch mal den Ofen auf 4. Und dann gib mir mal... Keine tiefere Bedeutung. Einen tiefen Teller oder irgendwas, wo ich die Birnen reinlegen kann. Nein? Ja. Ja? Ja. Sind die Hitze beständig? Das ist doch... 50 Grad, ja, vielleicht, wenn es hochkommt. Oh, sieht das gut aus. Martin, guck mal, so wie ich es wollte. Herrlich. Ein bisschen gebräunt. Das liegt an der Butter, sage ich euch, wenn ihr das Öl genommen hättet. Oh, Mutter. Nee. Warum nimmst du eigentlich auch Zange? Hast du keinen vernünftigen kleinen Spatula? Oh, schade. Ja, die hier vielleicht? Ja, mal sehen. So. Jetzt. Mach das mal ein bisschen auf. Jetzt auf 7.
Und dann? Noch ist es nicht so heiß, ne? Nein. Ich habe hier die Putenleber. Ja. Ihr könnt auch Hühnerleber nehmen. Ja. Aber ich bevorzuge auf jeden Fall Putenleber. Definitiv. Bio, auf jeden Fall. Bio-Leber? Nicht, ne? Hast du gesagt Bio-Leber? Ja. Auf keinen Fall aus irgendwelchen Zucht. Nein, das habe ich ja schon gesagt. So, hier, das halten wir fest. Ich soll das festhalten? Wird das besser, indem ich es in der Luft halte? Ganz vorsichtig darüber. Oh Gott, hoffentlich kriege ich das nachher wieder raus. Denn der Charme liegt ja da drin, dass das heil ist. Der Charme. Linda, ich habe dir extra die Gabel dahin getan. Ja. Weil ich das schon geahnt habe. So, jetzt kannst du das bitte unten in den Ofen stellen. Jetzt haben wir hier diese Birnenbutter. Dann machen wir jetzt die Trauben rein. Ich habe leider die Trauben schon zu schnell reingeworfen, während Martin noch mit der Ofentür kämpfte. Sehr schön. So, jetzt. Jetzt irgendwo liegt die Gabel. Nee, du kannst schon mal hier reinlegen. Das ist schon voll okay. Ach, die muss auch auf groß gestellt werden, ne? Ja, jetzt. Das ist auf Hass auf groß, ne? Jetzt habe ich es auf groß. So. Leber nicht vorher salzen, sondern hinterher. Das kann ja weg. Das sind jetzt die Trauben. Jetzt kommt hier hinein eine ganze Orange. Einige rosa Pfefferbeerchen. Etwas Salz. X-Frigara, da musst du durch. Ich nehme auch extra wenig. Aber meine anderen Fans mögen ja eigentlich. Ja, neulich hat ein Fan geschrieben, sie hat sich mal Chili in den Kaffee getan morgens. Ja, hat sie geschrieben. Hat sie geschrieben. Ich glaube, das machen wir. Oh. Das mache ich jetzt mal wieder kleiner. Jetzt würde ich normalerweise den. Machst du mal die Küchentür zu? Ja. Und ich mache mal hinter mir das Fenster auf. Euch zuliebe mache ich jetzt mal diesen Abzugshaube, die Abzugshaube nicht an. Martin, wie ist der Reis? Ups. Der ist fertig. Ich habe etwas Wildreis genommen, gemischten ja. Wildreis. Der ist wirklich Bio, wenn wir schon von Bio reden. Also. Hast du einen Teller bereit, Martin? Ja. Ich muss das nochmal probieren. Ich drehe jetzt mal die Leber um. Ja. Ich persönlich mag Leber ja wenn sie
noch nicht so durch ist. Aber ich verstehe das gut, wenn ihr Leber wollt, die richtig durch ist. Also die muss mal, ist ja mein Lieblingsessen. Ja. Das muss so weit durch sein, dass es nicht mehr das Glatte von der Struktur her ist, sondern anfängt zu zerfallen und gerade in der Sekunde rausnehmen. Perfekt, hast du immer hingekriegt mit meiner Geburtstagsleber. Oh. Nee. Da warst du noch ein Kind und da hast du noch nichts verstanden vom Kochen. Von wegen. Das machst du mir heute noch manchmal. Stimmt. Zu meinem Geburtstag. Bist du extra eingeflogen. Gib mir doch bitte mal ein Holzbrett. Ich will mir diesen Dampf hier auf. Das ist nämlich ganz gut, wenn ich den hier verwerten kann. Da, Martin. Da ist ein Holzbrett. Da. Mal so ein bisschen die Hitze hier aufzufangen. Probier doch bitte mal die Soße. Ich habe so das Gefühl, das könnte ein bisschen mehr Süße vertragen. Ich glaube, wenn du die Soße da reintust, die Butter, dann ist die Soße perfekt. Ja, ne? Ja. So, jetzt nehmen wir mal, ich will ja nicht die ganze Leber, das nehmen wir noch für später. Ich tue das mal hier rein, ja? Ja. Das, was fertig ist. Ich muss halt das nachher so ein bisschen freundlich zusammenbauen. Ne? Ja. So, das kannst du auch noch in den Ofen schieben. Mhm. Das kann weg. Ja. Flamme kann aus. So. Jetzt kommt noch ein bisschen Lachzwiebel. Soll gar nicht durch. Und hier kommt noch ein bisschen Williams vom Feldberg, Markgräflerland. Von Benny Fuchs gebrannt. Das Obst kommt von seinen Weiden. Das ist mein Lieferant für... Ein Verwandter von Papa. Das ist ein Verwandter. Das ist mein Lieferant für Schnäpschen. Benny Fuchs, Feldberg. Ich mache einen Link unten in die Beschreibung rein. Ja, er macht die besten Schnäpschen. Alle aus seinen eigenen Obstgärten. Das finde ich so besonders toll. Also der kauft nicht so irgendwas. Ja. Martin? Ja? Wir können anrichten. Wir können anrichten. Hier hast du einen Teller. Jetzt musst du mir mal die Birnen da unten rausgeben. Na? Vielleicht ein bisschen heiß für den Teller. Oh. Das brennt an. So, sieht das okay so aus? Ja. So, den nehmen wir mal nicht, das ist der Butter. Und vor allen Dingen den Reis erstmal, ja genau. Erstmal den Reis. Habe ich nicht vertan. Hier ist der Deckel. Hier. Ja. So, das ist der Reis. Der kann weg. Jetzt nehmen wir die Leber. Eigentlich hätten wir das nach dem Buch alles auftischen sollen. Was hätten wir?
das nach dem Buch alles auftischen sollen. Wir können ja, unterbrechen und dann... Eben, sag ich doch. Ja. Und dann kannst du das wohlgefällig speisen. Du auch. Oh. Wir können nicht sagen, dass das schlecht aussieht. Nee. Man muss aber die Birnen noch ein bisschen sehen. Ne? Wir wollen das jetzt mal nicht hier so ertränken. Ja? Mhm. Jetzt gehe ich hier rüber zu dem anderen. Wo kein Platz mehr ist. Nein. Mache noch so ein bisschen. So. Und jetzt zeige ich euch diesen Teller. Was sagt ihr dazu? Sieht sehr gut aus. Ihr könnt auch nicht sagen, dass das schlecht aussieht, ne? Nee. Hier. Zeig mal hier rüber. Sehr gut. Über die Leber mache ich jetzt noch so ein bisschen Salz. Das ist also verhältnismäßig wenig gewürzt, aber die Soße ist würzig genug. Ja. So, Martin. Sehr schön. Gut. So, jetzt unterbrechen wir kurz, ne? Wir unterbrechen kurz und Martin filmt sich, wie er das attackiert. So, ihr Lieben, jetzt haben Martin und ich gespeist und das war göttlich, ne? Ich denke mir ja so Sachen so aus. Also das sind jetzt nicht alles so langjährige erprobte Rezepte oder so. Mir kommt so eine spontane Idee, dann stehe ich vor dem Geflügelstand und denke, ja, Birne, die sind so herrlich im Herbst. Und das müsste doch gut zusammenpassen und dann noch so ein paar von den roten Trauben dazu. Und das hat richtig gut hingehauen. Wir haben einen Fehler gemacht, das sage ich euch jetzt schnell. Wir haben rote Beerchen reingetan, ich mit meinem Brausebrand, ne, von wegen noch so ein bisschen Farbe und so. Das war nicht gut, die passen da nicht rein. Also wenn ihr das Rezept nachkochen wollt, bitte keine roten Pfefferbeerchen. Die schmecken ja auch nicht nach nichts. Nur wenn sie falsch sind im Rezept, dann schmecken sie falsch. Dann schmecken sie plötzlich nach was. Und zwar falsch. Ich sage euch jetzt mal ein Buch. War köstlich, Martin, ne? War sehr gut. Das war sehr gut. War gut, ne? Jetzt sage ich euch mal ein Buch. Americana heißt das. Americana mit C geschrieben und am Ende eine H. Das ist von einer nigerianischen Schriftstellerin, die ist 77 geboren, also ist jung, in meinen Augen jung. Und die hat einen Namen, den kann ich sowas von nicht aussprechen. Ich versuche es mal. Chimamanda Ng. Wie spricht man N-G-O-S-I aus? Gnosi. Gnosi. Adichie. Ich werde es unten in die Beschreibung reinschreiben. Jeder Ghanese wird sich jetzt schütteln vor Lachen. Der kriegt doppelt so viel Haarfrisur vor lauter Lachen. Weil das ist so falsch ausgesprochen. Ich kann es nicht anders aussprechen. Chimamanda kann man ja noch, aber das andere, NG, weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Egal, eine preisgekrönte amerikanische, nigerianische Schriftstellerin. Sie gilt als die, hat viele Preise gewonnen, sie gilt als eine der berühmtesten amerikanischen wie auch nigerianischen Schriftstellerinnen. Sie hat also schon viel geschrieben. Sie beschreibt in diesem Buch, Americana, ein Paar, was sich in Nigeria trifft. Die Zeit ist die 90er Jahre. Dann trennen die sich wieder. Sie, die Dame, die Protagonistin, geht nach Princeton und studiert da. Er geht als illegaler Einwanderer nach London. Oder es verschlägt ihn dahin. Er geht dahin, kann man ja gar nicht sagen. Und sie treffen sich dort wieder und dann entspannt sich etwas ganz Spannendes. Unter anderem aber auch eine hinreißende Liebesgeschichte. Ich sage nicht, ob positiv oder negativ, wie es ausgeht. Nur sehr spannend. Und das Buch ist, das muss man dazu sagen, ein hochpolitisches Buch. Erstmal kommt da eben so viel Politisches drin vor, gut erzählt, gut verarbeitet. Das ist die Stärke des Buches, finde ich. Und da will ich eigentlich gar nicht viel mehr sagen.
durch wahnsinnig gute Dialoge. Also in diesen Dialogen, möchte man nicht aus der Hand legen. Davon abgesehen, es hört sich zwar so nicht an, weil ich gesagt habe, es ist ein hochpolitisches Buch. Es geht um Rassismus, es geht um die neue Liberalität. Ne? Seht ihr, wie ich so einen Kopf wackele und so mache? Die neue amerikanische Liberalität. Und es geht aber auch um den Rassismus. Es geht um Hautfarbe. Die Protagonistin wusste nicht, bevor sie ihr Land verlassen hat, dass sie dunkelhäutig ist. Das ist ihr erst aufgefallen, als sie in Europa war. Das ist ja auch schon mal eine richtige Aussage. Ne? Ein wunderbares, intelligentes Buch, wo ein Zeitungskritiker gesagt hat, so viel Spannendes hat die Welt noch nie gesehen. Das halte ich ein bisschen für eine Übertreibung, ne, Martin? Aber so viel Spannendes hat die Welt von heute noch nicht gesehen, steht hier. So viel Spannendes hat die Welt von heute noch nicht gesehen. Das allerdings könnte ich fast unterschreiben. Aber diese beste, größte, noch nie gesehen, kann ich immer nicht unterstützen. Ihr Lieben, Haut aufs Glöckchen, bucht uns bzw. beichtet uns, wollte ich schon gerade sagen. Uns. Wo soll es uns denn buchen? Bucht uns. Martin, ich habe zu viel Leber und ich habe zu viel gegessen. Abonniert uns, so heißt es. Liked uns. Liked uns. Denkt an den 12. Denkt an den 12.12. Da kocht Monika Fuchs gegen Tim Melzer oder Tim Melzer gegen Monika Fuchs. Ich habe den Film noch gut in Erinnerung. Ich habe ihn nämlich gemacht mit den anderen zusammen. Das war richtig emotional. Ja, das kann ich darüber sagen. Das ist ein sehr emotionaler Film. Weiß nicht, ob sich jeder traut, so emotional zu sein wie ich. Ich schäme mich auch hinterher nicht. Tschüss, ihr Lieben. Nicht die roten Bärchen reintun. Bis zum nächsten Mal. Thank you.